man ist nicht wie bei größeren Unis irgendeine Nummer, sondern kann wirklich auch eine Persönlichkeit sein. Es ist einfach ein super Ort, um zu studieren. Ich habe mich für den Studiengang Wirtschaftsinformatik entschieden, weil ich bereits nach meiner mittleren Reife eine Ausbildung gemacht habe, und zwar zur Fachinformatikerin für Systemintegration. Und dann habe ich ein bisschen gearbeitet und gemerkt, ach, irgendwie reicht mir das noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte noch ein Studium draufsetzen. Ich habe zwar auch mal Handwerk gemacht, ich war auch ein Jahr lang Veranstaltungstechniker, aber habe dann gemerkt, dass ich noch mehr lernen will, und deswegen bin ich jetzt hier im Bachelor. Ich wollte eigentlich Informatik studieren, habe dann ein bisschen recherchiert und bin auf Wirtschaftsinformatik gestoßen, wo man dann auch diesen Blick über den Tellerrand hat. Und wieso Informationstechnologie? Weil wir in Informationstechnologie wirklich noch die technischen Basics mitnehmen, sodass ich theoretisch danach auch noch einen Master in Informatik machen könnte. Vorkenntnisse für den Studiengang sind jetzt nicht unbedingt notwendig. Im Endeffekt ist es so, dass man wirklich bei Null anfängt. Also man kann auch wirklich jemanden, der frisch von der Schule kommt, der kann hier an der Hochschule München den Studiengang bewältigen. Jeder muss ein Praxissemester machen. Da bist du in einem Unternehmen für 6 Monate. Und in dieser Zeit lernst du auch diese Firma kennen. Und oftmals ist es dann auch so, dass diese Firma dich danach auch noch haben will, sodass du schon mal einen sicheren Hafen hast. Aber auch weitere große Firmen wie zum Beispiel KPMG, Deloitte, die wollen auch teilweise eher diesen Praxisbezug, den du hier in der HM hast, und nicht nur dieses Akademische von der Uni. Die Jobaussichten für später, was Wirtschaftsinformatik angeht, sind sehr gut. Generell der Informatikbereich ist aktuell sehr gefragt. Vor allem, wenn jetzt auch die KI so ein bisschen ins Spiel kommt. Ich meine, es braucht immer irgendwelche TechnikerInnen, die KI warten, aber auch generell, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Es gibt ja hier in der HM alles Mögliche, von einem Racing-Team über die Fachschaft bis hin zu Auslandssemester. Und die ganzen Möglichkeiten, die stehen dir weiterhin offen, auch wenn du dual studierst. Das Studium macht auf jeden Fall Spaß. Und jeder hat die Entscheidung, wie er sein Studium machen möchte. Macht das Studium Spaß? Ganz kurz, ja.